Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fishing Baronsee hier aus Siege im Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind immer noch auf dem offenen Meer unterwegs, haben hier unser neues Schiff, womit wir jetzt einigermaßen klarkommen wollen, wo wir mal ein bisschen was mitmachen können. Die Jungs, die sind noch arbeitsfähig im Großen und Ganzen, so wie es aussieht, und wir haben hier, naja, gut essen, sie könnten sich auch mal ausruhen noch. Wir haben, achso, da sehe ich auch, ja, aber was sehe ich doch da oben, ne? Ja, wir haben momentan 147 Tonnen Fisch an Bord. Bisschen mehr geht durchaus noch. Ich weiß nicht, wie das mit dem Kraftstoff aussieht. Nicht, dass wir nachher mal irgendwann mit dem Kraftstoff hier liegen bleiben. Aber das wird sich zeigen. Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir hauen nochmal das Schleppplatz raus. So. Zack, beide Seiten sind am Absinken. Momentan noch ein bisschen Oberfläche. What? Minus 6, minus 5. Okay. Da sollte ja was gehen. Dann gucken wir da mal drauf. So. Tief genug ist es hier und da unter uns ist eigentlich auch schon ein Schwarm. Wenn wir denn rechtzeitig oder schnell genug die Netze runterkriegen, dann wird das sogar funktionieren. Ah, jetzt ist der Hebel wieder gerade. Okay. Die Schleppnetztüren wollen wir nicht steuern. Wir lassen die Schleppnetztüren mal so, wie sie sind. Wenn er einfach nur das Zeug mal runterlassen und dann geht das ab. Weil das, das glaube ich, das funktioniert nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle. Oder wie es soll. So, ist der Schwarm ziemlich genau unter uns. Dreh mich mal ein bisschen. So. Ich hätte gerne ein bisschen schneller das hier. Kann man nicht schnell hin, ne? So, was ist das hier eigentlich jetzt? Das ist, weiß ich nicht. Also der kleine Pfeil, den weiß ich nicht. 0,6. Achso, das ist dann... Aha. Vielleicht sind wir auch schon viel zu schnell unterwegs. Das ist auf jeden Fall schon wieder das Problem. Das eine wesentlich schneller sinkt als die andere. Grad. Wieso haben wir denn jetzt mal wieder so einen Versatz hier drin? Was ist denn los mit dem Schiff? Warum dreht sich das denn die ganze Zeit? Hallo? Ich hab doch gar nicht auf den Knopf gedrückt mehr. Leute! Wo fahre ich denn jetzt da hin? V. Mal gucken hier nicht, dass ich jetzt hier irgendwo auf Eis fahre. Ja. Also ich bin schon ein bisschen in die Richtung geschwommen, das ist richtig, aber... War eigentlich eher so... Dachte ich, dass das wieder aufhört. So. Scheinwerfer an und aus. Das schalte ich auch zu dir nicht, ne? Wow. So. Und ich drücke immer wieder auf Map. So, jetzt haben wir natürlich hier wieder komplette Verwirrung hier mit den Teilen hier. Das gleicht sich jetzt so an. Okay, gut. Aber wo die hier sind, das sieht man jetzt hier schon nicht mehr. Da sind wir irgendwie 63 Grad daneben. Aber wir holen Fische. Das ist gut. Also irgendwo sind wir durch den Schwarm durchgekommen mal. Ein paar Fische haben wir schon gekriegt. Gut. Soll mich denn nicht weiter stören, wenn wir Fische so auf diese Art und Weise kriegen. Aber wir sind... Also dass das sich hier denn hier mal weitergedreht hat, das habe ich jetzt echt nicht... Das fand ich jetzt ein bisschen merkwürdig. So, und eigentlich sind die doch immer noch... immer noch am Auspoltern hier hinten. War es wirklich komplett verdreht, ne? Nicht gut. Müssen wir irgendwie mit kriegen wieder. Aber das werden wir im Leben wieder nicht schaffen. Okay, also man darf nicht allzu scharfe Kurven fahren, weil dann gibt das nur Probleme. Mit den Schleppnetzen. Also wo auch immer jetzt hier die Türen, da, die sind ja gar nicht mehr zu sehen auf dem Mini-Radar hier. Das finde ich ein bisschen, naja, sagen wir mal, nicht ganz so optimal gelöst, aber... Ich weiß nicht, ob ich das wieder hinkriege, wenn ich da jetzt dahin lenke, wo wir mal irgendwann herkamen. Sich das dann hier wieder angleicht oder ob das dann noch schlimmer wird.
Irgendwie. Ah ja, jetzt kommen die Türen. Jetzt sehen wir die Türen noch mal wieder. Kommen sie langsam ins Bild. Okay. Gut. Das ist schon mal nicht schlecht. So, gut. Das ist schon mal ein bisschen was, aber so richtig Fischschwärme haben wir hier jetzt nicht. Na gut, wir können noch ein bisschen paddeln, ne? Haben wir immer noch einen Versatz von 32 Grad hier drin. Obwohl die Steuerbordtür könnte jetzt hier durch den Schwarm durchkommen. Ui, was ist das denn? Jetzt habe ich gerade Angst, dass ich hier irgendwo ins Eis fahre. Das muss ich jetzt, das hatte ich jetzt eben wirklich. Das muss ich jetzt mal so zugeben, weil das sieht komisch aus hier. Das sieht sehr, 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 sehr komisch aus. Versatz von... Ah ja, okay, den kriege ich jetzt wieder reingelenkt in den Versatz, okay. Aber warum das... Das ist doch immer noch am rausrollen, ne? Aber warum das hier denn nicht geht, verstehe ich noch nicht. Muss ich das verstehen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist dieses Lenken, während wir die Schleppnetze draußen haben, nicht sehr produktiv. Also da haben wir uns auf jeden Fall mehrere Probleme mit weggeholt. Steuerbordtüren, die Backbordtür. Verstehe ich nicht, warum das auch so unterschiedlich ist. Also das... Obwohl es hier immer noch auf Rauslaufen steht, ne? Was hat es immer noch von 22 Grad? Ich dachte, wir haben ein bisschen wieder reingeholt, weil in etwa da sind wir ja gestartet. Ich glaube, ich werde das erstmal mal einholen hier. Und werde dann die Netze erstmal wieder zu uns rüberholen. So, dann müssen wir hier mal die Leute anrufen. Bitte schön Schleppnetz einholen. Dann müssen wir noch ein bisschen üben, ein bisschen trainieren. Und dann werden wir hier auf Nullfahrt gehen. So, dann lass sie mal uns zu uns kommen, die Netze. Das wird wieder richtig blöd aussehen, weil das eine Netz wahrscheinlich wesentlich früher wieder da ist als das andere und sowas. Aber so ist das halt. So, wir können ja jetzt nochmal ganz kurz das Schiff von außen angucken. Also irgendwas haben wir da richtig falsch gemacht wieder. Das ist wieder mal die Frage, wie viel... Also alles andere habe ich einigermaßen schnell verstanden, wie es funktioniert. Aber das hier habe ich echt noch nicht durchdrungen. Und ich habe mir die Information wirklich noch zweimal durchgelesen. Also irgendwas mache ich da blöd falsch. Ihr könnt mich da gerne berichtigen und könnt mir erzählen, wie das richtig geht. Aber man soll die Netze raus, mindestens 50 Meter tief. Na gut, man, vielleicht soll man das Lenken nicht machen, was ich denn. Richtig. So. Wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich jetzt hier sage, so, Alter, 8 Stunden geht da was noch, ne? Pollack Makrelen. Hier schon einiges, was wir haben. Also wir könnten jetzt theoretisch auch mal wieder sagen, okay, wir fahren jetzt erstmal zurück, entleeren uns das Schiff, holen uns nochmal Kraftstoff, obwohl Kraftstoff haben wir gar nicht so viel verbraucht. Trotzdem ist meine teuer, den Kraftstoff, ne, den wir da kaufen müssen. Wollen die denn jetzt wenigstens rein hier oder nicht? Ja, rollt rein. Okay. Muss ja mal irgendwann hier hinten das Netz zu sehen sein. Wobei ich das auch immer ein bisschen schwierig finde. Also wenn du das Netz reinholst, wie das dann aussieht. Hm.
Auf jeden Fall haben wir jetzt nochmal Fisch gefangen. Während wir einholen. Oh, falsche Maustaste. Der steht auf einholen. Naja, gut, doch, ja, jetzt kommt es langsam wieder hoch. Aber wir sind hier nochmal bis auf 40% gekommen. Also irgendwo sind wir nochmal durchgefahren durch irgendeinen Schwarm, der Meinung war, er müsste sich nochmal verfangen beim Schiff. Das ist wiederum nicht weiter schlimm. So, jetzt ist es hier aber rubbel die Katze nach oben gekommen. Versteht mir nochmal nicht. Naja, ich glaube, ich darf das linken Bügel nicht machen. Gerade runter und dann einfach geradeaus fahren und dann ist alles toll, alles tuffig. Alles andere wird schwierig. Ich will eigentlich anhand der Farben, was für ein Fisch das ist. Wenn das jetzt so rot ist, ist das Pollack. Wenn das gelb ist, ist das Makrele. Weiß ich gar nicht. Wäre auch nochmal wichtig zu wissen. Was ist das einfach oben für eine Anzeige eigentlich mit 5? Und das 5%? Ne, das sind mehr als 5%. Gut, das holt sich hier jetzt erstmal hoch hier. Gehen wir nochmal nach kurz nach vorne gucken. Das hier mit dem zum Arbeitsdeck. So, dann können wir hier mal auf dem Arbeitsdeck ja mal gucken, was hier los ist. Sieht vom Wetter her nicht ganz so doll aus hier. Langsam mal die Treppe runtergehen. Kann ich hier rausfallen? Voila. Ich hoffe nicht. Also ich will es jetzt nicht probieren. So, und ihr wartet jetzt hier darauf, dass das Netz kommt. Warum nur zu dritt? Wo ist Nummer 4? Ah, da vorne ist Nummer 4. Hält hier Ausschau, okay. Aber guckst du da? Ob da das Netz kommt. Oder wie? So. Aha. Ach, da sind die Schlafkabinen, okay. Wie komme ich nach hinten? Wo muss ich da nach hinten durchkommen? Oder komme ich da gar nicht hin? Irgendeine Tür, für eine Brücke gehen. Na gut, wie ich nach hinten komme, weiß ich gar nicht. So, wie sieht es denn aus hier? 6 Meter und 28 Meter. Das geht noch nicht. 139 Meter tief ist das hintere Ende noch. Dann werden wir jetzt hier mal... Ist das ja wirklich was schaffen aufs Logbuch, ne? Machen wir mal langsame Fahrt. So. Muss das auch noch unter 25 Meter oder so? Ich weiß gar nicht. Kommt doch jetzt bestimmt dieses Ding schon wieder hoch. Von dem Netz. Mal ganz kurz in die Außenansicht. Ja, genau, da kommt es gerade hoch. Das andere kommt auch hoch. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Dann können wir das doch. Das Schiff mal. Oder das. So, der Kran ist ausgefahren. Es macht alles Geräusche. Upala. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das mal so da anschnipst, das Netz. So, Kran heben, der hebt das ganze Netz hoch. Und jetzt wird der Fisch reingepumpt. Sieht ja schon interessant aus, muss man ja sagen. So, wir haben 41 Tonnen Pollack und 36 Tonnen Makrelen geholt. Immerhin.
Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Da ist das Schiff jetzt schon... Naja, ein Drittel voll. Gut. Würde ich mal sagen, stellen wir uns mal in die Richtung und werfen das jetzt nochmal aus. Gleich. Und werden jetzt diesmal das Lenken komplett weglassen. Wir werden einfach nur geradeaus fahren und einfach das Schleppnetz mal raushauen und mal gucken, was dann passiert. Und wie es uns gelingt und wie wir die Höhe denn da steuern können und müssen. Ich glaube, das geht dann doch eher über die... Die anderen Geschichten. So, gut. Aber das Ganze machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie wir jetzt hier wieder ein paar Fische rausgeholt haben, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen. Wir müssen mit dem Schiff dann irgendwann mal nochmal wieder in den Hafen fahren. Ich hoffe, dass das Wetter mal besser wird. Wir werden gleich unsere Mitarbeiter wieder schicken zum Auswerfen und dann werden wir natürlich das nochmal neu auswerfen und uns dann Fische holen. Bis denn.